Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin! Ich bin ein bisschen aufgedreht, habe gerade TF2 gezockt! Und habe mich ein wenig aufgeregt. Was heißt denn wenig? Ich habe mich aufgeregt, lauter fiese Leute hier. Okay. Das machen wir in dem Part. In diesem Part tun wir alle Routen nochmal durchgehen, auf der Suche nach Kaskade-Stellen. Und die erste weiß ich auch schon, hier gibt es sogar zwei hier oben, aber zunächst möchte ich nach Prachtpolis City gehen. Wo nämlich die Pokémon-Liga auf uns wartet. Und die Top 4 und die Siegestraße und das ganze Zeug. Was halt am Ende jedes Pokémon-Spiels halt immer kommt. Aber zunächst müssen wir mal ein letztes Mal wieder durchs Meer. Aber das ist das letzte Mal, Leute. So, haben... Wir haben gar kein Pokémon, das Kaskade kann. Fail! Okay, wir brauchen ein Pokémon, das Kaskade kann. Kann Makuhita Kaskade? Ich glaube nicht, aber Schaden kostet ja nicht. Schaden kostet ja nichts, ne? Kaskade... Ich glaube nicht, dass es Makuhita kann. Nee. Aber Kämpfer können doch Wasserfälle hochschwimmen, oder bilde ich mir das nur ein? Naja. Scheiße, jetzt müssen wir uns ein Pokémon fangen, das Kaskade kann. Oder haben wir vielleicht eins in der Safari zum gefangen? Ich schau schnell nach. Ja, Kevin schaltet mit C ein, landet das PC. Was haben wir denn da alles für ein Müll? Ja gut, alles ist Müll, bis auf Groudon und Absol. Okay, Groudon, wollen wir dich mitnehmen? Ach so, ja, ich schulde dir noch eine Pizza, ist klar. Ja, die kriegst du auch, die kriegst du später, ne? Keine Sorge, du wirst deine Pizza schon kriegen. Oh, einen hohen Angriffswert hat Groudon. Nicht schlecht. Attacken, Schlitzer, Protzer, Erdbeben und Feuersturm. Okay. Rehorn kann bestimmt keinen Kaskade. Duflo auch nicht. Was? Duflo ist ganz schön klug. Mal schauen. Schwäch, Kondition, irritiert alle Pokémon. Also ist eher ein Irritierer, sag ich mal. Absol kann auch kein Ding. Flomero kann, glaube ich, auch nicht. Okay, wir müssen uns eins fangen. Ich will mir keins fangen, aber wir müssen es. Wir müssen uns ein Pokémon, das Kaskade kann, fangen. Scheiße, ey. Welches nehmen wir uns denn? Keine Ahnung, vielleicht kann Tentacher Kaskade. Ich fange mal einen Tentacher. Tentacher finden wir hier nicht allzu selten. Ich werde das erste Pokémon, was wir hier sehen, ist ein Tentacher. Kein Wingull. Danke. Genau, ich sagte kein Wingull. Was kommt? Wingull. Ist aber wieder typisch. Die Logik von Pokémon Rubin. Ach ja, wir wollten ja noch die Scherben eintauschen. Gut, dass mir das jetzt einfällt. Und die ist eine Tauschstelle. Ich weiß nicht, ob wir die schon besucht haben. Aber egal. Ist nicht so wichtig. Oh, das ist mir zu stark, diese Tentacher, aber trotzdem, ich greife es an. Spuckball! Du kannst unserem Negatom eh nicht schaden. So, Negatom, du musst dieses Tentacher schwächen. Wenn wir es schaffen, einen Groudon. Danke. Der Spuckball war One-Hit-Kill. Ich glaube, das war Negatoms allererster One-Hit-Kill, kann das sein? Fuck. Okay, tauschen wir erstmal die Scherben ein, damit wir sie loswerden. Ich bin der Schatztaucher. Ich bin der Typ, der in der Tiefsee taucht und nach Schätzen am Meeresgrund sucht. Oh hey, das ist eine Scherbe, genau die suche ich. Oh, du musst unbedingt mit mir tauschen, ich gebe dir etwas Gutes dafür. Ja gut, geben wir ihnen einfach alles, Dinge, die wir haben. Und wir kriegen, wie gesagt, immer Steine dafür, für die ganzen Scherben. Wir kriegen einfach immer ein paar Scherben. Da, da, da. Oh verdammt, ich bin zu schnell mit dem Singen. Und die werden dann bis zum Rest des Let's Plays in unserer Box verrotten, diese Steine. Aber dann haben wir sie immerhin eingetauscht, ne? Das ist ein guter Tausch, schätze ihn wohl blickt ein. Ein Wasserstein. Wie viele Indigo-Stücks haben wir eigentlich gefunden? Da 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 da. Und Blattstein. Wie viele Blattsteine kriegen wir jetzt? Also gut, wir haben... Was? Verdammt, ich speede das jetzt. Okay, wir haben keine Scherben mehr. Juhu, okay, dann lagern wir jetzt mal die ganzen Steine ein, die wir nicht mehr brauchen werden oder überhaupt nicht brauchen werden. Wir können damit eigentlich unser Duflo trainieren, wir haben ja einen Sonnenstein. Aber ich will es nicht machen. Wir können auch einen Blattstein einsetzen. Da haben wir einen Giflor. Aber ist egal, ist nicht so wichtig. PC von Kevin, lagern, ablegen meine ich. Items, die ganzen Steine, Donnerstein, zwei Stücks, nicht schlecht. Zwei Stücks, ja, Stücks. Mein Deutsch ist very good. Zwei Stücks. Hey Kevin, wie viele Stücke
hast du, wenn du ein Stück, wenn du ein Stück hast und noch ein Stück dazu nimmst. Zwei Stücks. Okay, alle Stände sind gelagert. Die können, ja, dann sind sie wahrscheinlich, ach egal, komm, ich wollte gerade irgendwie was anfangen, dass die in 100 Jahren dann noch in der Box sind, wenn wir das Let's Play irgendwann mal fortsetzen werden, aber das werden wir ja nicht, ne? Es ergibt keinen Sinn, dieser Satz. Deswegen habe ich ihn nicht gesagt, sondern nur nachkommentiert, was ich eigentlich sagen wollte. Und ich möchte jetzt einen Tentacher. Ich spiele jetzt da. Ich mache es jetzt mit Gewalt. Ich will einen Tentacher. Danke. Zum ersten Mal will ich einen Tentacher. Das ist, glaube ich, eine Premiere. Zum ersten Mal in meinem Leben will ich einen Tentacher. Nicht schlecht. Okay, Netzball und es ist drin. Oder Tentacher, du streikst doch nicht. Und wenn doch, dann kriegst du aufs Maul. Eins, zwei. Na also. Ich wusste doch, dass du dich nicht grämst, Tentacher. Dieser Ball ist genau richtig für dich. Richtig schön eingerichtet. Mit Wasser und das ganze Zeugs, was die Wasser-Pokémon halt mögt, ne? Tentachers Körper setzt sich zum größten Teil aus Wasser zusammen. Wenn es das Meer verlässt, vertrocknet es. Wenn dieses Pokémon auszutrocknen beginnt, sollte man es schnell wieder in Wasser zurückbringen. Quallen halt, ne? Okay, jetzt hoffe ich nur, dass du Kaskade kannst, weil sonst haben wir ein richtiges Problem, wir zwei. Und dann musst du halt sterben, ne? Aber halb so wild, ne? Erkennt schon ein bisschen ein. Ablegen. Welches Pokémon lassen wir denn hier? Das stärkste am besten. Ich lass mal Welser. Welser kann kein. Ja, Welser kann Taucher, aber den Taucher brauchen wir gerade nicht mehr. Wir haben ja schon alle Tauchstellen durchsucht. Okay, Item nehmen. Ich lagere Welser ein und gebe Ninjaton gleich den EP-Teile, wenn wir schon dabei sind mit dem Item verwalten. Okay, Ninjaton trägt jetzt den EP-Teile und jetzt da ablegen. Da schreibt mir jetzt irgend so ein Pisser an. Ich gehe jetzt mal schnell. Steam off. So, schließe Steam Cloud ab. Moment. Okay. Ach ja, wir wollten Mails ablegen. Genau, ich war mal kurz. Ich war gerade kurz neben der Spur, was wir machen wollten. So, nehmen. Tentacher. Okay, okay. So, Beutel. Und jetzt hoffe ich, dass du Kaskade kannst, ja? Du kannst Kaskade. Ich glaube nicht, dass du Kaskade kannst. Natürlich kann Tentacher Kaskade. Ich wusste doch, ich kann mich auf dich verlassen. Ihr nervigen Pokémon könnt doch alle Kaskade, bis auf Carpador. Okay, jetzt können wir Wasserfälle erklimmen. Und wir fangen zunächst bei... Makuhita haben wir noch dabei. Wir hätten Makuhita eigentlich ablegen können. Weil Tentacher kann ja auch Surfer. Ah, Schutz, bevor ich es wieder vergesse und wilde Pokémon auftauchen. Wo ist der Schutz? Schutz? Hier, Schutz. Ich muss mich da irgendwie schützen können, ne? Okay. Jetzt schalten viele von euch ab, weil ich zum Singen anfange. Das wollen wir nicht, ne? Ich weiß, ich singe schrecklich. Und ich sollte überhaupt nicht zu Popstars, ja. Ich sollte überhaupt nicht zu Supertalent gehen und so. Das ist, da wird der, nee, oh Gott, da verwechsel ich wieder was. Da wird sich der Bohlen, Bohlen, ja. Der Bohlen, der kommt aus Polen, lustig, nee. Fehlt hier gerade nur Bullshit, wisst ihr das? Okay, wir sind in Prachpolis City angekommen, die letzte Stadt, wo wir jemals in diesem Let's Play noch sein werden. Ah, perfekt, Schutz wirkt nicht mehr. Und hier ist die Siegestraße. Die werden wir allerdings erst viel später erkunden, nachdem wir den Pokémon-Wettbewerb erledigt haben. Und uns alle Orte nochmal angeschaut haben, was wir jetzt in diesem Part auch machen werden. Wettbewerb im nächsten Part, habe ich ja im letzten Part schon angedeutet. Okay, das war die erste Kaskadestelle. Jetzt können wir hier auch jederzeit wieder hinfliegen, was sehr gut ist. Jetzt müssen wir nicht mehr durchs Meer schwimmen. Gut, dann gibt es hier, glaube ich, noch eine Kaskadestelle und die ist... Ja, hier oben habe ich ja schon was vorhin gesagt, genau. In Laubwechselfels. Da gibt es sogar zwei. Oh, zwei Kaskadestellen. Okay, die erste ist hier. Ach verdammt, da fällt mir gerade noch jetzt eine ein. Oh Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Kaskadestellen gibt. Aber gut. Und ich hätte mir mehr Schutz noch kaufen sollen. Haben wir noch einen Schutz da? Jetzt aber haben wir noch einen Schutz da. Hier, da. Schutz. Schutz.
Oh, kein Schutz. Ach, Schütze. Ah. Nein, ich kaufe mir jetzt einen Schutz. Ich kann so nicht arbeiten. Ich muss ja bei Arbeit. Wenn man arbeiten muss, versucht man sich auch immer alles leicht zu machen. Und das ist jetzt auch Arbeit für mich, diese ganzen Kaskadestellen zu erforschen. Und ich erleichte mir das mit einem oder mit 5 Superschützen. Schützen, ja. Ihr wisst schon. Ihr könnt euch den Plural von Schutz ja selber ausdenken. So, hier, Kaskadestelle. Ist gar kein großer Wasserfall, aber trotzdem, man braucht Kaskade dafür. Ohne Ausnahme. So. Oh, ein nötiges Pokémon-Geräusch, na gut. Ein Sonderbaumann, na toll, das hat sich ja total gelohnt. Okay, das Wasser ist tiefblau, ja, komm. Und ist hier sonst noch was? Ja, Meryl, das mir auf den Nerven geht. Ich habe auch einen Schutz aktiv. Wie kann da Meryl auftauchen? Hallo, wie kann da Meryl auftauchen? Ich habe einen Schutz aktiv. Oder? Habe ich doch. Ach, ich bin so schlau. Ich habe die Schlauheitspille gegessen. Gegessen? Ja, gut. Geschluckt. Ich speed jetzt ein bisschen, weil die Orte kennen wir ja schon, ne? Und es ist eher langweilig, nochmal die ganzen Orte durchzugehen. Ich will euch ja nicht so langweilen, ne? Das ist ja bestimmt auch ein bisschen langweilig, das ganze Zeugs nochmal durchzugehen, aber ich möchte da durchgehen, ne? Ich möchte alles nochmal durchgehen, damit wir hier ein einwandfreies, sauberes 100% Let's Play haben, mit allen Trainern gekillt und so. Dann müssen wir es im Smaragd-Let's Play nicht mehr machen. Und dann kann ich das Smaragd-Let's Play genießen. So richtig genießen. Kann ich die Füße hochlehnen und es einfach spielen. Okay, ich glaube, hier tauchen trotzdem Pokémon auch auf, obwohl wir hier den Schutz aktiv haben, weil die Pokémon, die hier auftauchen, sind über Level 40. Denn, ja, hier kommt man ja erst nach dem 8. Orden hin. Und deswegen sind auch die Pokémon dementsprechend stark. Ja, hier ist ein Pokémon, ganz wie ich es gesagt habe. Wahrscheinlich Level 40, ne? Ah, Level 39, na gut. Knapp an Level 40 vorbei, aber das macht nichts. So, Danke, genau so wollte ich. Warum kannst du eine Feuerattacke, wenn du ein Gesteins-Psycho-Pokémon bist, ne? Kannst du mir das mal sagen? Ich weiß, du definierst die Sonne, aber... Ja, das ist kein Grund, dass du Feuerattacken drauf haben sollst. Sonne! Okay, jetzt kriegst du einen Solarstrahl ab. Ich schlag dich mit deiner eigenen Waffe, mit der Sonne. Hallo? Sonnenfell? Was soll denn der Scheiß, hä? Willst du mich nerven? Komm, geh woanders hin. Nerv einen anderen Trainer. Maike zum Beispiel, die nerven nämlich mich. Cosmic Kraft. Eine geile Animation übrigens, Cosmic Kraft. Das heißt Solarstrahl, muss ich schon sagen. Ach komm, warum so knapp? Komm, hier, friss Body Slam und Ende. Ende im Gelände. Body Slam! So, tschüss, jetzt hast du ausgesonnt. Ja. Okay, hier ist eine Treppe. Ich gehe mal nach oben. Also, ich kenne mich in der Meteorfälle nicht aus. Ich bin ja letztens vor eineinhalb Jahren hier gewesen und das nur, um einen Kindwurm zu fangen. Ist hier vielleicht in diesem Krater ein... Nee. Was ist denn das für ein Tier, was wir gerade eingesammelt haben? Ich habe das gar nicht... das gelesen. Spuk bei Rückkehr, Eisenschweif war es, okay. Eine ganz gute Attacke eigentlich, aber die ist sehr ungenau. Habe ich in der zweiten Generation total gemocht, aber jetzt mache ich sie nicht mehr so, weil sie so ungenau ist. Aber in der zweiten Generation war sie echt einer meiner Lieblingsattacken. Okay, oh Mann, zwei Leute. Doppeltrainerkampf wahrscheinlich. Wir sind seit 50 Jahren glücklich verheiratet. Das Band, das uns verbindet, kann niemand durchtrennen. Doch, ich nehme Schere und durchtrenne euer Band. Oh, fuck. Altes Paar, Russ und Evi. Okay, was machen wir denn mit Evi? Oh nein, die haben so starke Pokémon. Oh, leck mich, Hilfe, ich will nicht. Ich will nicht kämpfen. Aber ich muss. Ich muss kämpfen. Okay, ich wechsle zu Tropius und Logak benutzt Erdbeben. Ah. Meditalis langweilt. Und Logak trifft alle. Bis auf Makuhita und Meditalis. Ne, Quatsch.
Quatsch, Quatsch, Makuhita. Bis auf Tropius und Meditalis. Gott, wie komme ich auf Makuhita? Wahrscheinlich Hariyama deswegen. Nein! Okay, tschüss, Tropius. Das wirst du nicht überleben. Ich unterschätze manchmal meine Pokémon. Das ist echt schlimm, naja. Okay, Erdbeben und fliegt davon. Ja, er setzt eh nur die langweilige Taktik ein. Während Logok beide Gegner trifft mit einem unaufhaltsamen Erdbeben, das den ganzen, das die ganzen Meteorfälle. Danke, dass du so langweilst. Warum kannst du Erholung, Mensch? Aber geile Taktik mit Hariyama Erholung beizubringen, weil Hariyama spielt sehr auf KP und Angriff. Gar nicht schlecht. Also ich hätte meinem Hariyama auch Erholung beigebracht. Hätte ich eins im Team. Na, vielleicht werde ich im Smartest Hariyama ins Team tun, wenn ich Lust drauf habe. Mal schauen. Aber nur vielleicht, ne? Vielleicht. Okay, Hariyama muss zwei Runden aussetzen, weil er pennt, ne? Er hält sein Nickerchen. Ja, warum ein Nickerchen? Mittagsschläfchen. Man kann sich einen Begriff aussuchen davon. Okay, und jetzt schmeiß ihn in den Himmel und zerquetsch ihn. Okay, der Himmelschmeißer hat ihm schon genügt. Genügt, genügt, ja, genügt, genügt. Ja. Und der 40 und 41. Doppeltes Level Up hat sich, glaube ich, noch nie im LP. Oh weh, wir haben verloren, mein Lieber. Oh weh, wir haben verloren, mein Lieber. Das meine ich. Als die Stimme. Oma, Stimme. So, dieser Trainer ist ziemlich stark. Nicht unterschätzen, Leute. Dort trainieren wir Drachenbesitzer. Auch wenn der Champ kommt manchmal vorbei. Verstehst du nun, dass dies ein besonderer Ort ist? Ja, warte, ich muss mal kurz hier da hinten in die Ecke hinmachen. Das halte ich von dem Ort. Altaria! Oh Mann, ist sauer und setzt gleich starke Pokémon ein, weil ich da hingemacht habe. In die Ecke. In dem Ort, den er so bewundert. Okay, schmeißen in den Himmel. Kampffeuer gegen Flugdrache. Ja, Altaria ist ein Drachen-Pokémon. Auch wenn es nicht danach aussieht, es ist ein Drache. So, einmal Stärke und dieser Drache hat ausgedrachen. Oh Mann. Meine Wortspiele werden immer schlechter. Okay, Altari ist down. Tschüss. War nicht nett mit dir. Okay. Und hier ist Altari Number 2. Hier setzt mal Stärke auch ein. Nicht paralysieren. Ich warne dich. Danke. Genau das wollte ich. Ich wollte, dass Logok paralysiert ist. Keine Ahnung warum, aber ich wollte es einfach. Danke, Altaria. Und ich wollte auch, dass Logok es nicht angreift. Das ist alles Taktik. Und ich wollte auch, dass Logok jetzt stirbt, oder? Stirbst du? Nee. Alles Taktik, Leute. Das ist alles Taktik. Ich habe dieses ganze Let's Play ganz detailliert geplant. Von Trainer zu Trainer. Jede einzelne Attacke habe ich geplant. Und ja, ich habe alles vorher gesehen in meiner Kristallkugel. Okay, Alfons ist down. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du so stark bist. Tja, der Schein trügt. Oh nein, was machen wir jetzt? Ist es richtig? Nein, ist es richtig? Richtig? Oh, es ist richtig geil. Okay. Und, wo geht's denn hier? Ist eigentlich lang. Hier muss es zum Ort gehen, wo man Drascheln, ich meine Kindwurms fangen kann. Eins unserer Team-Pokémon im Saphirus Bay, genau dieser Eingang ist es. Wo geht's denn hier nach unten eigentlich lang? Schutz wird nicht mehr. Das interessiert mich wenig. Ich setze einfach noch einen neuen ein. Jetzt haben wir nur noch zwei. Eieiei, wir haben nur noch zwei. Wo geht's denn hier lang? Ah, ein Item. Okay, es ist ein AP-Plus. Also, welches Pokémon wollen wir den AP Plus denn geben? Ich schau mal schnell nach. Welche Attacke AP braucht. Welche Attacke geht denn so schnell, so schnell verloren? Tropius? Nee, wollte ich nicht sagen. Ich schau mal schnell Logok. Erdbeben. Keine Ahnung warum Erdbeben. Einfach mal so Erdbeben. Erdbeben ist eine geile Attacke. Ich sehe vielleicht in den Steinen verstecktes Item oder so. Das kleine Bonuschen-Dingens, weil man danach schaut. Nee, auch nicht, okay. Okay, dann schwimmen wir mal den ganzen Weg wieder zurück. Das alles für einen AP Plus.
Und hier ist die Höhle, wo man Kinwurms fangen kann. Sonst kann man sie nirgendwo fangen, das geht nur in dieser Höhle. So, okay, und das müsste Drachenklaue sein. Team 2. Und ich zeige euch mal schnell das Pokémon-Kindwurm, was es hier gibt. Wenn ich eins finde. Ich schaue jetzt einfach mal. Ach ja, wir haben noch einen Schutz aktiv, deswegen taucht hier gerade jetzt keins auf. Aber es macht nichts. So, Schutz wirkt nicht mehr. Nein, Sonnenfell will ich nicht haben. Nein, kein Golbat. Nein, wie gesagt, kein Golbat. Tut mir leid. Und hier ist es. Dieses Pokémon kann man nur hier fangen. An dem Ort, wo wir gerade sind. Kindwurm entwickelt sich zu Rotalander, ein starkes Drachenflug-Pokémon. Sollte man ins Team tun, ja, wenn man es haben möchte. Hatten wir auch unser Flieger-Spell, wie gesagt. Was ich schon tausendmal erwähnt habe. Aber gut. So, jetzt aktiviere ich wieder den Schutz. Ich würde sagen, wir haben den Schutz damit verschwendet, mit dem ganzen Herumsuchen. Aber naja, das macht nichts. Und jetzt heißt es, den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Natürlich könnten wir auch Schaufel einsetzen. Oder können wir so... Ne, wir haben keine Schaufel mehr. Schade eigentlich. Ah, hier kommen wir ganz einfach runter. Ist hier vielleicht was? Da kann man das surfen. Ja, natürlich kann man das surfen. Aber gibt es hier irgendwas, wenn man hier surft? Als Belohnung? Ne. Oh, geile Belohnung. Ich kriege keine Belohnung. Ich will aber eine Belohnung haben. Ich bin ganz beleidigt. Okay, dann haben wir die Meteorfälle abgeschlossen. Und zwar 100%. Jetzt heißt es, bevor ich den Ort vergesse, werde ich ihn gleich machen. Und zwar, ich glaube, das ist noch der einzige Ort, wo es noch gibt, ne? Ja, genau. Und zwar, habe ich denn das Kunstrad dabei? Muss ich schnell schauen. Das ist das Eierrad, nicht wahr? Ja, okay, dann müssen wir schnell das Kunstrad holen. Denn das ist wichtig. Also auf geht's nach Malvenfro City. Ich spiele mal wieder, weil das ein bisschen langweilig gerade ist. Bla bla bla, dam da dam da dam. So. Ja, ich möchte die Räder tauschen mit deiner verkackten Werbung, wo über Radler draufsteht, was du mir gratis geschenkt hast, dieses Rad. Hätte Ausbeute eigentlich, naja. Fliegen nach Baumhausen City, da gibt es noch einen Ort, da kann man eine Hommelbeere bekommen. Das ist eine Beere, mit der man Barschwarz zu Milotic entwickeln kann. Mit dem Schönheitswert. Oh, ich bin so schön. Und ja, diese Beeren gibt es hier oben. Aber zuvor setze ich einen weiteren Schutz noch ein, unseren letzten übrigens. Also reicht es ganz genau. Wie gesagt, ich habe ja alles genau geplant. Jedes kleinste Detail, und ich wusste, dass das genau reichen würde, wird die, die Schützer, Schutz, what else? Ich will da hoch. So, ab geht's nach oben. So, hier sind die Hommelbeeren. Zwei Hommelbeeren, möchtest du? Ja. So, die auch noch. Dam, dam, dam. Und hier sieht man das Klimainstitut. Ganz nett eigentlich. So, und jetzt ganz wichtig. Ihr braucht das Kunstrad, um hier durch rüber zu kommen. Und jetzt, Moment, ich habe jetzt ein bisschen Probleme mit dem Emulator. Moment. Ich schaff das. So, nein, nein. Nein, auch nicht so. So. Nein. Verdammt, wie geht es jetzt? Sitzer. Ah, genau so. Okay. Oh, ein Kecleon. No problem. Diven Scope activated. Das wäre jetzt gemein, wenn man keine Basis-Items mehr im Beutel haben würde und wir das Demon Scope jetzt vom Pokémon Center holen müsste, wenn man es abgelegt hat. Okay, Kecleon, ich will jetzt nicht kämpfen. Tschüss. Ich lasse dich gehen. Okay, das war total sinnvoll. Weiter geht's. Und hier nochmal dasselbe Spielchen. Ach, so. Und. Jetzt aber. Jetzt aber. Eins, zwei. Also geht doch. Gut, hier kann man seine Geheimbasis errichten. Gibt es hier vielleicht ein verstecktes Item? Nee, sieht nicht so aus. Schade, eigentlich. Okay, dann fahren wir zurück. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle Kaskadestellen erforscht. Und wir fliegen jetzt einfach mal weg. Hier wegfliegen. I wanna fly away. Und zwar machen wir jetzt einen Wettbewerb. Oder beziehungsweise im nächsten Part. Und wir fliegen nach Laubwechselfeld. Wir wollen ja die Wettbewerbe alle durchmachen, bevor wir die Liga starten. Habe ich mir so vorgenommen. Wir haben es ja im Saphir-Spiel nicht geschafft.
haben wir damals bei den Hyperkasten nicht mehr weiter gewusst und haben ständig gegen einen Carpador verloren. Gegen einen Carpador, ja, ja. Wie schlecht muss man sein? Okay. Ich gehe in den Wettbewerb rein und ja, da bin ich jetzt im Part auch schon. Ich weiß, es ist ein etwas kürzerer Part als sonst, aber naja, ich habe heute noch viel zu tun. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Oh mein Gott. Und es ist schon 20 Uhr und ich muss 2 Stunden lange Hausaufgaben machen. Und bevor ich weiter euch zum Tode langweile mit meinem Gequatsche, sage ich, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!